Ich bin Leo und ich bin 5 Jahre alt. Tschüss und happy birthday. Alright. Leo? Matzi, come sit with me. Noch mal ganz nah, noch näher, noch näher, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Hallo, wir sind Mats, Leo, Mika, Anja, Tui und Toni. 3 Jahre lang haben wir wegen Leos schwerer Erkrankung im Ausnahmezustand gelebt. Aber jetzt, wir sind fast eine normale Familie mit 3 kleinen Kindern. Und Hund. Und Hund. Die Zwillinge haben sich super entwickelt. Mats und Leo sind fantastisch. Mats hat sehr schnell lernen müssen, kann man ja vielleicht sagen, dass er Rücksicht nehmen muss. Und das steckt auch einfach in ihm drin. Das macht er sehr, sehr stark, dass er auf seinen Bruder achtet, auch auf seine kleine Schwester sehr achtet und sehr einfühlsam ist. Und das ist, ja, es ist sehr schön mit anzusehen. Leo ist ein kleiner Schelm. Leo ist auch ganz sensibel und auch ein ganz liebes Kind, aber Leo ist auch ein kleiner Frechdachs, der auch gerne mal ein bisschen ärgert und ein bisschen, ja, ein bisschen sehr aktiv ist. Also wir sind sehr, sehr stolz auf die beiden. Auch vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass es nicht so selbstverständlich ist. Gerade bei Leo, es hätte auch ganz, ganz anders enden können. Insgesamt waren wir da 3 Monate mit den Kindern auf der Intensivstation. Bei Leo hat diese Extubation, nennt man das, nicht geklappt. Innerhalb der ersten 9 Tage oder so musste er 2-mal wiederbelebt werden und wieder reintubiert werden. Das heißt, der Beatmungsschlauch wieder rein, bis beim 3. Versuch es dann endlich geglückt ist. Wir haben gerade neulich erst drüber gesprochen und es geht uns wirklich so, dass wenn wir zurückdenken, dass wir eigentlich uns darüber wundern, wie wir das geschafft haben. Die Begründung ist, dass wir es mussten. Wir mussten es ja schaffen. Ja, es ist schwer. So, es war viel Trauma für uns beide. Da sind Seiten, wenn alles kommt zurück in einen negativen Weg. Ich bin vorsichtig mit meinem Selbst, wie viel ich denke über die Vergangenheit. Leo hatte ja eine Trachealkanüle unter anderem und wir mussten ihn also mindestens 50 Mal am Tag absaugen. Leo hatte sehr viele Zysten in seiner Luftröhre und ohne die Kanüle hätte er tatsächlich nicht atmen können. Das heißt, in dem Augenblick, wo die Kanüle rausrutscht oder verstopft, und das passiert, wenn man eben nicht rechtzeitig absaugt oder gerade bei Erkältung und das zähflüssig ist, dann wäre das Kind erstickt. Deswegen war es natürlich für uns eine unfassbare Herausforderung, dafür zu sorgen, dass das Kind immer einen freien Atemweg hat. Das war eine Verantwortung, die einen fast erdrückt hat. Okay, ich bereite alles vor im Wohnzimmer für den Trachea-Change. Okay. Aus hygienischen Gründen, um die Kanüle einfach sauber zu halten, wurde einmal pro Woche gewechselt. Hi Leo! Jedes Mal hatte man Adrenalin im Blut. 1, 2, 3. Good boy, good boy. Oh, fein, hast du das gemacht. Oh, good boy. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, es war jedes Mal mit Angst erfüllt, dass es nicht funktioniert. Ich hatte gar kein Vertrauen mehr in die Ärzte in Neuseeland. Insofern wollte ich auch dort nicht mehr bleiben. Wir haben dann beide uns dazu entschieden, Leo in Deutschland eine Chance zu geben. Anja!
das ist Leo und das ist Mats. Das ist hier unser Patient. Das ist der Patient. Genau. Wir hatten lange darauf hingefiebert und hatten natürlich Angst, dass er dann in Panik gerät oder dass es doch nicht so gut ist mit dem Atmen. Und eins, zwei und drei. Oh, guck mal. You wanna come with Daddy? Es hat so gut funktioniert, das war wirklich, also besser hätte es nicht klappen können. Ganz toll. You okay? No more tricky. Er hat auch die Scars, Narben. Die Narben, und er fragt manchmal, was ist das, von wo kommt das, und ich muss erzählen, was hat passiert, aber sie erinnern das nicht, und das ist gut, dass sie erinnern den Schlitten seit nicht. Setzt euch bitte mal hin, wir wollen Fotos angucken. Wir sind sicherlich schon ein gutes Stück vorangekommen mit dem Heilen. Miekes Geburt war eine riesengroße Veränderung für uns. Und zwar für mich persönlich war es ganz, ganz wichtig, diese Geburt. Es war wunderschön. Die Geburt von Mieke war ganz normal und für Anja, es war eine natürliche Geburt. Sie hat sofort gestillt. Es war eine sehr schöne Erfahrung. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt für meine Heilung. So hoch gehen wollte ich aber ein bisschen. Inzwischen würde ich auch sagen, dass wir eigentlich ein fast normales Leben führen mit unseren Kindern. Aber es ist auch noch ein Stück zu gehen, sicherlich. Upsi. Gerade bei Leo, uns ist aufgefallen, immer mehr über die Jahre eigentlich schon und in letzter Zeit immer mehr, dass er motorisch doch nicht so fit ist, wie wir uns das erhofft haben. Also dass er einfach ein bisschen langsamer ist, sich nicht so gut koordinieren kann in seinen Bewegungen und nicht so gut die Balance halten kann. Und ich habe ihn dann aus meinem Gefühl heraus einmal zu einem Kinderneurologen gebracht und da wurde dann festgestellt, dass er doch eine, so nennt man das, hypotone Zerebralparese hat. Eine leichte, das ist eine Hirnschädigung, die irreparabel, die halt von der Geburt herrührt, vom Sauerstoffmangel oder und dadurch hat er Einschränkungen. Was hast du gesagt, Max? Wir wissen, dass er motorisch eingeschränkt ist. Ob es noch weitere geistige Einschränkungen gibt, das steht noch aus, die Untersuchung. Genau. Wenn wir haben die Diagnose bekommen, ich war sehr schwer für mich zu akzeptieren. Ich will so gern, dass sie ganz gesund sind und keine Erkrankungen haben. Aber ich muss denken, dass wir haben viel Glück, dass sie sind so gut, wie sie sind. Wir hatten ein gemeinsames Ziel und das war es, unser Kind und unsere Kinder gesund und sicher in Sicherheit zu bringen. Und das hat uns zusammengehalten. Wir sind einfach froh, dass wir es geschafft haben, so wie wir es geschafft haben. Und natürlich gab es immer wieder Setbacks und natürlich hat das auch einen Einfluss gehabt auf uns als Paar und auf uns als Familie. Seasons in one day, lying in the depths of your... Also, was ich anderen Paaren raten möchte, ist, wenn es so scheint, als wenn die Beziehung daran zerbricht, und es passiert tatsächlich häufig in solchen Situationen, dann denkt daran, ihr seht euren Partner gerade in seiner schlechtesten Zeit. Und schlechter als so wird es nicht werden. Es kann nur wieder besser werden. Drop away like four.
four seasons in one day. Smiling as the ship. Ja, wir sind noch zusammen und wir sind meistens zufrieden. Ich glaube, wenn die Kinder älter sind und wir haben noch mal mehr Zeit miteinander, dann können wir die Beziehung noch stärker machen. Four seasons in one day. Wenn euch unser Film gefallen hat, dann abonniert den Kanal und schaut euch doch die anderen Filme an. Tschüss! 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 Tschüss. Tschüss.